Läuft jetzt. Okay. Jo, hallo. Ich bin hier, Henno, ne? Von anderem YouTube-Kanal und heute wird gekocht. Ich war gerade einkaufen und habe das erste Mal in meinem Leben Sellerie eingekauft und Fenchel, aber das hatten sie nicht. Also habe ich hier italienische Kräuter geholt. Und hatte direkt an der Kasse die Begegnung, dass der Kassierer total fasziniert war. Alles ging übers Band und er brüllte, oh ja, da macht einer Bolognese, das ist ja mega gut, hier Sellerie und sind Sie Profi oder Hobbykoch? Und ich gucke ihn einfach nur an, so, what the fuck. Ja, also, ich hoffe, ich habe richtig alles eingekauft. Ich habe schon mal alles bereit gemacht. Hier so ein richtig gutes Messer von Karstadt. Dann haben wir einen Schäler für die Karotten. Dann hier einen Tablespoon, das ist glaube ich der, oder? Nein. Nee, das ist der Tablespoon, sage ich ja. Und Teaspoon wegen Tee. So, dann haben wir nicht wie die anderen vermutlich Beyond Meat, sondern das Next Level Hack, ja, von Lidl. Weil Lidl lohnt sich. Ja, das ist ein geheimer Tipp unter Veganern. Das hier ist der geile Scheiß. So, und natürlich ein Dornfelder halbtrocken. Ja, Bolognese, da gehört natürlich Rotwein rein. Und der Rest wird dann eigen verzehrt. So, als erstes hacken wir alles klein. Gut. Gut. Ich glaube jetzt, weiß nicht, ja, am besten lässt es einfach laufen, oder? Ja. Wenn er genug Speicherplatz hat. Ja, okay. 1 Stunde 7 Minuten. So, eigentlich ist eine, also auch geil nochmal, also Grüße an Pete's Meat, auch geil, dass es ein englisches Rezept ist. Ich liebe ja die englische Sprache, aber eine Large Yellow Onion ist wahrscheinlich so eine große Gemüsezwiebel, das keine Ahnung. Das ist einfach eine normale Zwiebel. Eine Large Yellow Onion, ja, Alter. Das ist halt. Naja, ich hab die hier, die wird's auch tun, denke ich. Es gibt halt normal, weiß und rot, glaube ich. Hm. Und ich glaube, das sind einfach die normalen. Gut, ja, wie dem auch sei, Namen sind Schall und Rauch, Zwiebel ist Zwiebel. Alle triggert. Ja, also Zwiebeln schneide ich immer sehr gerne, weil ich schneide Zwiebeln auch sehr viel und gut, weil Tamina bricht da so in krasse, höllische Tränen Niagara-Wasserfälle aus, dass es immer ich machen muss. Wobei, du hast irgendeinen Trick jetzt, ne? Ja, man kann Seva nass machen und dann legt man das auf das Brett, wo man schneidet, weil dann die Säfte, die austreten, die dann halt in Dämpfe quasi so sich umwandeln und ins Auge kommen, direkt abgefangen werden. Das ist heftig. Alternativ eine Taucherbrille. So, Zwiebeln schneidet man wie folgt. Habe ich vom Kochmeister Mori gelernt. Ja, Mori09TV. Ich sehe, nee, in der Hand ist zu groß. Ja, ja, warte, ich habe mal. Also, pass mal auf. Okay. Die halbiert man. Warte. Mit einem schönen großen Messer. Mhm. Nicht einen kleinen, ja. Ja. Okay. Und dann halbiert man die ungefähr so. Ja. Ja, wow. Schön mit Schmackes. Ist auch echt scharf. Habe ich schon noch nie geschärft. So, und dann. Lass mich mal kurz überlegen. Meine Augen fangen an zu drehen. Ist nicht schlimm. So, jetzt muss ich maximal von rechts filmen, ja. Weil ich bin ja, ich glaube, dann sieht man das besser. Ich wollte gerade sagen, deine Hand. Pass mal auf, Leute. Warte, ich muss näher ran. Das kann man halt nicht zoomen mit dem Ding, das ist ein bisschen nervig. Ja, dann nimm das doch vom Hals weg. Nein, ich will nicht, dass es mir runterfällt, weil ich. Also, Leute, man schneidet die so längs, ja. So, aber hinten nicht durch, versteht ihr? Nicht ganz durch. So. Nächste Bahn, ne? Denkt in Bahnen, ist wichtig. So. Immer weiter. So, wie gesagt, ich schneide Zwiebeln sehr viel, sehr gerne und sehr gut. So, immer weiter. Ja. Ein Finger immer Abstand, ab hier Dings halten, wie beim Wein. So, und jetzt haut man die, zieht man die so lang bis nach hinten durch. Ja, das war jetzt misslungen ein bisschen, aber ist ja, ihr versteht. Eventuell gibt es da noch einen effektiveren Handgriff. Ja, aber so in etwa. So. Und jetzt. Jetzt wird rasiert. Versteht ihr das? Ja, das ist sehr scharf, wie ihr seht. So schneidet man Zwiebeln. Und nur so. Ja.
Hier nicht Hacker 9000, wie heißt der? Der Nicer Dicer? Der Nicer Dicer, braucht ihr nicht. Ihr braucht einfach nur eine nice Henno-Methode. Steht das? So. Wäre geil, hätte ich mir jetzt übel den Finger gehackt. Wäre nicht so geil, ich kann kein Blut sehen. Okay, geil. So, jetzt machen wir die zweite. Man kann das auch mal so rumprobieren, finde ich. Also beim Kochen ist auch wichtig, dass man da was erlebt. Und mal auch Neues ausprobiert. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel keinen Fenchel, sondern italienische Kräuter genommen. Aber ist eine andere Story. So, schön die langen Bahnen. Ne? So, und jetzt, ihr wisst, wie es läuft. So, schön säbeln. Tamina, bist du beeindruckt? Ja, Babe, das machst du ganz toll. Ne? So. Und jetzt, ihr kennt den Spaß. Ne? Schön. So, geil, oder? Ist geil. Ja. So, fertig. Wow. Aber hier ist noch was übrig. Kann man ein bisschen noch wegholen. Ne? So. Und das kommt alles hier rein. Ja. Ich glaube, nur Details ist auch scheiße. Nein. Ja, okay, aber... warte. Du musst richtig weit weg jetzt. Hey, kannst du dich rauszoomen? Nein, das ist keine Zoomlinse. So, das waren jetzt... Also, wir haben uns jetzt nochmal hinterfragt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass nur Detail-Shots kacke sind. Deswegen jetzt nochmal halbnah, nennt man das, ne? Wenn... Bis hier so, das ist halt nah, ne? Ja. So, jetzt mache ich das hier rein. Oh Scheiße, Mann, das ist ja noch komplett ganz. Tja, im Detail-Shop wäre das nicht passiert. Ne, da wäre es schlimmer. Na, wind. Ja, ich habe auch hier so Schüsseln vor. 3-Sekunden-Regel. Ich habe auch hier so Schüsseln vorbereitet. Was? Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. Ich habe hier Schüsseln vorbereitet, damit man direkt alles da reintun kann. Ne? So. Kennst du das, wenn Bretter hier so noch eine Rille drin haben? Also so wie so ein Griff? Ja, wir haben das zusammen gekauft. Weil nein, hier, das hat es ja nicht. Ich meine wirklich so eine Lücke. Nee, kann ich nicht. Es gibt nämlich einen großen Mythen. Ja, ist auch egal. So, das war die Zwiebel. Jetzt muss ich, glaube ich, den Sellerie schneiden. Oder? Ja, ganz kommt der wohl kaum rein. Schält man den, oder? Ich habe noch nie Sellerie gekocht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man schneidet den einfach. Also ich glaube, das kommt weg. Hast du ihn gewaschen? Ja, das mache ich jetzt gleich. Der ist ja wahrscheinlich auch hier spritzt, ne? Naja. So kommt das jetzt weg, oder? Ich entscheide mich später, was hiermit passiert. So. Ich habe nur ein sehr kleines Waschbecken, weil... Ja, YouTube lief mal besser, sag ich mal, ne? Aber das reicht. So, das wird jetzt schön... Schön poliert. Der Sellerie wird jetzt schön poliert, ne? Kennst du wen, der weiß, wie Sellerie zubereitet? Also. Nein. Ich glaube, man schält den nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Komm nicht auf. Aber vielleicht so das. Also hier ein bisschen abschneiden? Oder? Ich denke, so ein bisschen vorne Tippi bei Karotten und dann. Ja, das ist auch hier übel. Naja. Gut. Juti. So, zwei so eine Sellerie. Ist ja übel viel. Na gut. Also ich schneide das mal so ab, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch genau das Gute. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. So. Und ich glaube jetzt wahrscheinlich sehr klein. Weil muss ja mundgerecht sein, ne? Ja. Ja, aber zwei so eine Stangen ist doch übel viel, oder? Hm? Das hilft nicht. Guck mal hier, wie gut das geht mit diesem Messer. Das Messer ist von Dustinus. Ist übrigens rostfrei, ja? Also wirklich, in unserem Haushalt, Babe, wir haben ja nur krasse Kochutensilien. Mhm. Hey, ist das so richtig? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube ja. Ja? Ist das so richtig? Die Kochen sind hier im Weg, ey.
magst doch gar keine Karotten. Ja, ja, ja. Das ist eine andere Geschichte. So. Machst du die Shots auch genauso wie bei der koreanischen Küche? Nein, ich glaube nicht. Wie heißt die nochmal? Es gibt ganz viele Kanäle, koreanische Kanäle, die so... Ja, kann man ja auch immer eine Empfehlung aussprechen, oder? Ich habe Angst, den Namen falsch auszusprechen. Sagt die den nie so bei der anderen? Nee, nein, die benutzen nie Sprache. Die sind wie ich. Die benutzen nur Untertitel und Captions und das war's. Alter, guck dir das mal an. Ich bin gerade richtig im Flow. Warte, ich muss erst fokussieren. Okay. Okay. Siehst du, ist ein bisschen grob jetzt, aber das ist heftig, ne? Das geht richtig schnell. Und in der Küche geht das so, also hier in der Profiküche. Bitte pass auf. Das hat einfach gar nicht geklappt. So. Ey, das ist doch viel zu viel, oder? Also nein. Ich weiß doch gar nicht, wie viel wir machen. Aber die beiden müssen es mindestens sein, ne? So, hack ich das jetzt auch kleiner? Ja, oder? Ich glaube nicht. Also weiß ich nicht. Hey, vielleicht, ja. Doch, oder? Warte. Ja, das ist ja alles ganz schnell. Ich bin ja Profikoch. So. Scheiße, es flutscht alles hier weg. Aber ich habe ja vorher die Arbeitsfläche natürlich sauber gemacht, ne? So. 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 Jawohl. Guck mal, wie der Sellerie leidet. Oh shit. Meinst du, ich werde eher weggebasht in den Kommentaren? Oder sind die so, yo, endlich mal einer von uns, der sich nicht schämt, zu zeigen, weiß ich nicht, wie scheiße man ist in der Küche, weißt du? Also, jetzt wird natürlich nicht reingeschnitten, jetzt hier das Material. Welches so. Material? Noch Kleber? Ich glaube, das haut hin. Aber so sieht schon besser aus, finde ich. Ja. Vielleicht habe ich so schon mal auch gesehen irgendwo, weißt du? Ja. So irgendwo. Hast du schon mal Bolognese richtig selber ja, gemacht? Ja, als Ellie und Kim mal hier waren, haben wir es auch mit Sellerie und Karotten gemacht und du hast es gegessen. Aber nicht so gut wie ich jetzt hier, oder? Das weiß ich nicht. Gut. Okay. Dann hole ich mir noch so eine Schüssel. Das kommt jetzt weg. Das ist nicht für. So. Oh shit! Oh Gott! Ja, das ist Qualitätsware, das springt das nicht, sogar wenn man. Ich muss auf dich fokussieren. Da ist mir fast die Schüssel, ein Sprung in der Schüssel habe ich fast bekommen, als ich gegen die Ecke da. Naja. Ja, schade, ne? Ist ja Qualitätsware hier, Ikea. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ne? Oder? War doch wie? Ja? Ja, doch. Ja, ja, ich glaube. So. Schön die Sellerie-Stangen. Was ist der Unterschied zwischen Sellerie und Porree? Porree ist, glaube ich, ist einfach ein Synonym für Laufzwiebel. Echt? Ich glaube. Das ist ja heftig. Ich glaube, es ist... Ja, das ist ja hier auch ein Wissenskanal. Also hier lernt man ja auch. Ne? Knoblauch, Knobi. Ich dachte früher, es heißt Knofi. Ich weiß auch nicht, warum ich bin dumm. Ich dachte bis gestern, es heißt Mettenten. Also Quark. Was? Aber es heißt ja Mettenten. Ja. Ich dachte, mein Vater hat immer Mettenten gesagt. Ja, also ich schwöre. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie so ein... Warum heißt Haxülze Haxülze? Weißt du, hast ja auch keine Erklärung. Ist ja auch... Also, keine Ahnung, vielleicht auch schlechtes Beispiel. Anyways. 4 Cloves Garlic. 4. Cloves sind doch... Von diesen Dingern halt. 4... Knollen, ja. Weiß ich. Ich kann leider nur das englische Wort. Ne? Also hiervon 4. Ja. Echt? Ja. Knoblauch weiß ich auch, wie man das schneidet. Das ist ganz einfach, das zeige ich euch. Pass mal auf. So, das schmeißt du mal weg, ne? War ein Witz. So, pass auf. Warte. Wie mache ich den? Ja, vielleicht halbnah. Was halbnah. Ist denn jetzt schon wieder halbnah? Achso, dass ich auch drauf bin, aber jetzt nicht so ultra weit weg. Entschuldigung, eine technische Interferenzen. So bist du drauf, also das ist schon ziemlich weit weg. Ja, mach doch so, dass man irgendwie hauptsächlich meine Fresse auch sieht und das Knoblauch. Ja, es ist halt hier, wo ich stehe. Hä? Stell dich mal da. Nee, so von oben so, weißt du, so. Also ich, so groß bin ich doch nicht. Hey, Stuhl oder?
Weiß ich nicht, ist voll. Egal. Also. Dafür werde ich nicht bezahlen. Das ist Knoblauch. Wow. So, jetzt kannst du nah rankommen. Das war meine Antwort. Okay. So, jetzt pass mal auf. So macht man Knoblauch. Schält richtig. So, jetzt kannst du hier ran. Ja. Richtig schön close. Ja, meine Güte. Ist scharf? Deine Finger sind scharf. Knoblauch nicht so. Okay. Warte. So, jetzt. Okay, pass mal auf. Als erstes schneiden wir die Enden an. Die Enden meinst du? Die Enden. So. Zack. Dann tun wir das Messer drauf und drücken, bis es knackt. Ja? Das muss richtig knacken, wie so ein schöner, frischer Aquavit, den man aufdreht. Achtung! Habt ihr gehört? So. Weil jetzt kannst du ihn wunderbar schälen. Das ist alles aufgebrochen. Ne? Hier gibt es ja auch Tipps, ist ja auch ein Wissenskanal. So. So, und jetzt schneidet man den schön klein. Das ist aber natürlich, also auch schön mit dem großen Messer. So fein wie möglich, weil dann richtig der Saft da, also das, dann kommt das meiste Aroma da rein. Und wir machen jetzt lieber nicht Hand of Blood. Leute, er hat gesagt. XD, ey, das ist bei, wie wenn man einen Film guckt und dann sagen die Schauspieler den Filmtitel. So, guck mal hier, hauchdünn. Hast du drauf? Ist scharf? Warte. Richtig. Riecht ihr es? Jetzt ist scharf. Hier, guck mal, hauchdünn. Riecht es? Ja. Riecht es? Ne? So muss das hier geschnitten sein. Ne? So, da war noch Schale, aber. Bloß vorsichtig. So. Da war auch noch Pelle. Hühnerpelle. So, und jetzt. Oh, Scheiße. Das schneiden wir raus. So, und jetzt wieder schön fein machen. Ne? Gucke mal. So. Ne? So muss es. Schön fein würfeln, so, das reicht auch schon. Ja, das reicht. Ja. Dann haben wir noch ein Schüsselchen. Ikea. Nachher sind die irgendwie gesponsert und von irgendwie, weiß ich nicht. Von was man gesponsert beim Kochen? Irgendein Supermarkt, oder? Wahrscheinlich. Oder so Dr. Oetker oder so. Ankerkraut oder so. Ja, und im Hintergrund hier hast du. Grafschafter Goldsaft oder so. Wo findest du den? Ich dachte, du tust den Knoblauch in die Schüssel. Den hier oder was? Nee, achso, das war schon alles. Na ja, gut, sorry, dann. Die Leute sollen doch mich sehen. Ja, ist ja gut. Die wollen doch mich sehen. Achso. Ja, sorry, ich sehe deine Hackfresse halt jeden Tag, du. Aua! So. So. Tamina, du. Ja? Was denn? Du magst auch keine Karotten, oder? Doch. Echt? Ja, ich finde die voll geil. Ja, wir ergänzen uns. Okay, jetzt knacken Oliven. Wir die. Ich mag keine Oliven. Zwei. Drei. Hat geknackt. Und jetzt werden die wieder gepellt. Fertig. Mir ist langweilig. Ja, das ist halt Kochen. Aber deswegen wird das ja auch nicht geschnitten. Stell dir mal vor, das wird nicht geschnitten. Einfach komplett uncut. Die machen gar nichts, nur ich koche. Das wird komplett uncut hochgeschnitten. Das wäre schon funny. Das wäre mies funny. Oder so. Wir laden einfach die Uncut. Wir ja, auf so Hand of Uncut. Hand of Uncut. Ja, vor allem, ich war ja total überrascht, wie die Handhabung ist. Also, ich dachte, bei Pete's Meat kocht, kochen die ja zusammen. So ist es ja eigentlich immer. Wohnen die nicht so alle komplett an verschiedenen Orten und so? Ich glaube, mittlerweile. Aber das Ding ist, jetzt ruft mich Kathleen an. Hallo? Ich bin gerade am Kochen. Was? Krass! Morgen? Nein! Ja, ich bin gerade bei Pete's Meat kocht, sorry. Kennst du das Format? Ja, großer Fan, ne? Ich schneide gerade drei Knoblauchzehen auf einmal. Scheiße, das ist echt schwer.
Ich wünsche noch einen schönen Abend, ne? Tschüssi. Die Managerin. So, wo waren wir? Weiß ich nicht mehr, ich habe ein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Spielst du nachher noch DVD? Weiß ich nicht. Spielst du mit mir? Ich spiel Killer. Willst du noch was so richtig close-up, so richtig so, wie ich richtig saftig die. Nein, das Knoblauch. Ach so. Mann, jetzt habe ich das alles verkackt, weil. Das ist nicht schön. Ach. Das ist eine Scheiße. Deine Finger sind da zu sehr. Du hast zu viele Finger. Ja, dann film doch von der anderen Seite. Ach, also, meine Güte. Alles muss man hier koordinieren. So, siehst du? Bist du drauf? Was wird denn das? Also, ist das sexuelle Belästigung hier am Küchenarbeitsplatz? Ja, der Knoblauch sieht toll aus. So. Ist es der oder das Knoblauch? Ach, ist doch mir scheißegal. Oh shit. Hast du was vergessen, ne? Ja. Zack, 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 wie so ein Ninja. Wir sind ja alle Gamer, ne? So. Zocken erfordert Skill. Zocken ist ein Skill. Nee, oh, die Pizmeets haben da auch einen. Mit Pringles, ne? Nee, Prinzenrolle. Prinzenrolle, nicht Pringles, Prinzenrolle. Sorry, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Poggers. So. jetzt? Wow. Ja, wie krass, ne? Guck mal hier. Halt mal drauf, wie schön das gemacht ist. Ich mach's ästhetik. Ja, du stehst im Licht. Ich mach's ästhetik. So, jetzt? Tamina. Was war das? Es geht weiter hier drüben. Sorry. Jetzt? Schneiden wir mal die Karotten. Ich hasse Karotten. Ich finde die richtig scheiße. Warum? Die schmecken einfach wie Kotze oder weiß ich nicht. Die sind einfach scheiße. Das ist einfach kein Geschmack. So, wir schälen die fachmännisch mit dem, ich glaube, es ist eigentlich für Äpfel, oder? Na, sorry, das ist scheißegal, Schäler kennt kein Geschlecht. So nämlich. Hand ist schon wieder im Weg, ich könnte kotzen. Warte. Guck mal hier. Ja, das sieht richtig krass aus. Ja, saftig. Was sagt der Akku? Er sagt 79%. Ja, easy, oder? Ja, wir machen das super. Ich musste morgen eigentlich um 5:30 aufstehen. Warum? 5:30 einfach, weil wir jetzt eigentlich einen Dreh hatten. Hm. Aber das Wetter ist wohl morgen so kacke, dass wenn wir nachdrehen müssten, wir das nicht zahlen können. Das würde einfach den Budgetraum sprengen. Okay, wir schneiden jetzt Karotten. Wir machen diesmal eine einzeln, eine nach dem anderen. Ist geil. Ich würde jetzt loslegen. Ja, I guess. Okay. Aber wahrscheinlich dicker, oder? So wahrscheinlich, oder? Voll in Ordnung. Ja? Für so Bolognese? Schön, wichtig ist immer eine große Klinge. Ne? Ja, na, immer wie die Klinge eines Mannes. Die Größe zählt halt, ne? Wie die Klinge eines Mannes, so auch sein Johannes. Ne? Oh, eine bessere Klinge. Als Alter, jetzt. Nein, mach nicht den, bitte. Bitte. Ja, ich will dein Ego nicht kränken. Hast du doch nicht? Wäre ein guter Witz gewesen. Ja, Mann, ja. Hast du dich von mir bedingsen lassen? Ja, das Ding ist, die Klinge ist, ich weiß nicht, wo die ist, die Kleine. Im Geschirrspüler, aber da machst du besser nicht auf. Ja, aber gerade sagen, das ist egal, das ist so, nicht wert. Würfel ich die jetzt noch? Ja, oder? Ich glaube, hackst du auch so klein wie den Rest, oder? Ja, aber nicht ganz so klein, glaube ich. Ja, wobei, die sollen ja dann bestimmt so zergehen, oder? Ich meine, das wird ja nachher irgendwie so 20 Minuten richtig garen. Also das irgendwie auf der kleinsten Stufe steht im Rezept, die möglich ist. Keine Ahnung. So? Ja. Ja, du musst doch mal, also wir kochen ja beide hier gerade. Okay. So. Das war die erste. Boah, allein schon hier stinkt. Das ist einfach wie, Karotten sind doch einfach scheiße. Es wird nicht genascht. Was willst du dagegen machen? Und allein auch dieses, wie man die so isst, weißt du? Diese Karotten-Moves, die, wenn man so Karotten frisst, ist so einfach lächerlich. Lächerlich, scheiß Karotten. So. Ja, und sonst? Die Karotten-Stans werden das nicht mögen, was du sagst. Aber das Ding ist, die müssen damit klarkommen.
Ja, so. Das ist freie Meinungsäußerung, weißt du? Das war, ist war ich eben auch. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, Karotten sind fertig. So, das hat jetzt, also allein alles zu schneiden, hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Jo. Hallo Falco, was geht? Falco, Beauty Shots. Falco, mach mal Sitz. Auge ist sauber. Falco, mach mal Sitz. Falco, Sitz. Ich glaube, er will Abendbrot. Willst du es ihm kurz machen? Kurze, süße Falco-Sequenz. So, Falco. Beauty Shot? Warte. Ja? Jo, nice. Hier, 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 hier. Nicht im. Ach so, ja, gut. Im Leid. So fein. Im Leid. Also, wir haben einen kurzen Besucher hier. Der will natürlich auch sein Abendbrot, ne? So, Falco. Es geht aber, ne? Okay. Knusper, wie die Wölfe in Minecraft, ne? Kein Bock mehr. Ich glaube, er will doch lieber Karotte. Ah, Karotte im Gegensatz zu dir. So, jetzt fangen wir an, glaube ich. Ich fühle mich noch nicht bereit, muss ich sagen. Ich fühle mich überhaupt nicht bereit. Okay. Das ist so scary. Das Schlimmste beim Kochen ist immer, wenn alles aus dem Ruder läuft und man nicht hinterherkommt und dann das Rezept lesen muss. So, wir machen jetzt erstmal hier mittlere Hitze. Ich habe hier natürlich Ceranfeld. Das ist nicht Ceran, das ist Induktion. Was soll das denn? Also das ist natürlich hier Induktionsherd, die teure Variante von IKEA. Ist doch cool, oder? Mhm. So. Bodenständig. Bodenständig, genau. Gut, also. In a medium to large stock pot. Mhm. Haben wir hier eher large, die Variante. Wie der Stock pot eines Mannes, ne? Nein? Okay. So, over medium heat, aller mittlere Hitze heißt das. Etze Olive Oil. Das machen wir mal direkt. Wie viel eigentlich? 2 Tablespoons Oil Olive. Da haben wir das Gute, Bio. Natur, natives Olivenöl extra. Ja, natürlich auch Natur. Ja. Machen wir mal. Machen wir 2. Scheiße. So. Machen wir 2 schöne Löffel rein. Oder, Tamina, was sagst du? Ja, finde ich toll. Ist scharf? Ja. So, uno. Mhm. Und dos, das heißt 2. Dos. Ah, da ist noch ein bisschen Wasser drin, jetzt explodiert es, ne? Ich habe in Chemie aufgepasst. Wow. So. Medium Heat machen wir hier auf bei einer guten 5 von 9, ist ja Mittel, ist die Mitte, man rundet ja auf. So. Also scharf stellen. Ich raste aus. So, da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Das ist Falco. Zwiebeln. Muss das erst erhitzen oder kann ich direkt? Naja, dann macht das so dieses geile Zischgeräusch, wenn es erst, also wenn es schon warm ist. Sonst ist es ein bisschen antiklimatisch, wenn du es jetzt reinhaust. Okay, hast recht. Also da kommen jetzt gleich die Zwiebeln rein. Und die Karotten. Und der Sellerie. Entsod? Was ist Sod? Wie wird es geschrieben? S-A-O-T-E Apostroph. Das weiß ich nicht. Gemüsebrühe oder sowas? Wahrscheinlich. Hä? Das steht hier nicht. Google. Ja, aber steht hier nicht bei den Zutaten. Ja, bei Google. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weißt du, genau das mache ich. Jetzt ist das hier schon erhitzt. Da holt er einfach das zweite Handy raus. Das ist ja YouTube Money, ne? Ja. So, ja, salutieren. Verschiedene Zubereitungen von Fleisch, Speisefisch und Gemüse.
Ja, so eine Brühe soll das wahrscheinlich sein. Ja, vielleicht Brühe soll man... Junge, ich bin so ein Opfer. Ja. Etze... Ach so, garen wahrscheinlich. Ja. Entsod vor 10 bis 20 Minuten. Also, jetzt komm mal ran, jetzt wird gezischt. Falko, hast du das gehört? Es wird gezischt. Ist jetzt wirklich die Stunde schlägt. Ne? Warte. Mach schön von oben, richtig. Mach Money Shot. Warte. Yo. Mmh. Oh. Was noch? Was soll noch rein? Die Karotten? Mmh. Jawohl. Mmh. Oh. Oh. Und der Sellerie. Sellerie. Wäre witzig, wäre das gar kein Sellerie, sondern irgendwas anderes, was ich gekauft hätte. Nee, ich würde es nicht merken. So, Holzlöffel. Habe ich selber gemacht im Werkunterricht. Ja, das kann man auch mal ordentlich, ne? Ja, dann warte. So. Natürlich mit dem Holzlöffel wird das Ganze umgerührt. Habe ich selber gewerkelt im Werkenunterricht. 7. Klasse oder so. Ne? Kannst du schon mal scharf machen? Das ist geil. Ne? Schön richtig Handarbeit. Ne? So. Rühren wir mal. Oder ich glaube, man rührt, keine Ahnung. So, neue Abzugshaube. Auch wenn die gar nichts bringt, ist von dem Kerl. Jetzt hört man mich wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay. So, jetzt sollen wir das zoten. Ja. Das muss jetzt 10 bis 20 Minuten Sauté machen. Sauté. Ja, kann man vielleicht auch mal zeigen. Also, ne? In a medium to large stock pot over medium heat, add the olive oil, onion, carrots and celery and sauté for 10 bis 20 minutes until soften. Danach die Tomatenpaste and deglaze the pan with the wine. Na, danach einfach Wein drauf. Aber welche Pfanne? Wahrscheinlich denke ich, du brätst das an. Also, vielleicht hättest du es in der Pfanne machen sollen. Meine Hand tut weh. Ja. Ich bin hier gerade bei der Pfanne. Ja, das hättest du vielleicht in der Pfanne anbraten können. Nein. Hier steht Large Stockpot, Chef's Knife, Alter, habe ich. Und Wooden Spoon und Pasta Strainer, keine Ahnung, was das ist. Also wir sind gut. So Leute, sind wir wieder aus der kurzen Werbeunterbrechung. In der Zwischenzeit haben wir hier das Gemüse gegart. Ja. Jetzt kommt ein Esslöffel Tomatenmark rein. So. Scheiße, ey, wie soll mit einer Hand hier... So. Warte. Wahrscheinlich so, oder? Ja. Oder mehr? Ja, ich glaube, so reicht. Warte. So, rin. Vielleicht noch ein bisschen. So. Und dann? So, jetzt rühren wir das natürlich runter. Ja, da hat die Tamina vollkommen recht. Ich hoffe, man hört uns überhaupt wegen der Abzugshaube Nummer 1. So, wir haben ein bisschen runtergedreht, die Abzugshaube. So, jetzt ist hier das Tomatenmark drin. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll, aber gut. It's something, sage ich immer. Ne? Hier wird gerührt. So. Und jetzt löscht man das Ganze, also zu Englisch deglazed man das Ganze mit 3/4 Cup Rotwein, das sind 180 Milliliter. Oh, warte mal, ist es Milliliter? Ja. So, den Rest füllen wir wahlweise in ein eigenes Glas, weil zum Kochen muss ja, gehört sich das so, habe ich gehört. So, jetzt löschen wir die Scheiße, also erstmal zum Wohl.
Mmh. Oh, toll. Dornfelder vom Lidl für 3 Euro. So, jetzt löschen wir die Scheiße ab. Ja. Jawohl. Guck mal. Jetzt sieht das Fass aus wie Glühwein, nur einer hat reingekotzt. Verstehst du? Meinst du, es kommt gut an, der Spruch? Okay. Jetzt. Oh, es riecht richtig doll da rein. Holy shit. Jetzt hauen wir Oregano rein. Kennst du Oregano? Ich glaube, es wird Oregano. Also, es ist immer so eine. Oregano? Ich weiß nicht, es ist so eine ewige Diskussion, wie man es ausspricht. Wo haben wir denn den Kram? Teaspoon Dried Oregano, Junge. Für mich ist Oregano. Bin ich early. Scheiße. So. Ein Teelöffel. Warte. Ja, macht das nice. Macht das nice. Ja, ist. Nee, noch nicht. Ist? Yeah, nein, ist. Macht doch so. Mann. Ja? Mhm. Gucke mal. Schön. Oh shit. Egal. So. Das streuen wir so ganz zart drüber. Ja? Zart. Wie eine Frau. Ganz zart behandeln wir das Oregano. War schon besser, ne, als der Kotzspruch. Ja. So. Okay, cool, cool. Soweit, so gut. Ja, genau, danke. Meine Assistenz rührt um und steht im Licht. Jetzt stehe ich im Licht. Und das Beyond Meat. Ich meine, Next Level Hack. Das hätte ich wahrscheinlich auch schon vorbereiten können, naja. So, ich bin ein bisschen irritiert, weil wenn ich Knorr fix mache, Bolognese, Tütenbolognese, dann soll man das anbraten. Aber das steht in dem Rezept steht nichts von anbraten. Das heißt, hier ist eine schöne Wurstpalette. Ja. Schön Leibwurst. So, schön zart, ja, frisch vom Schlachter, mit Pelle. So, das haue ich jetzt rein. 275 Gramm. Aber ich glaube, ich zerbrösel das, oder? Ja, ich glaube, das ist besser. Also, ich habe keine Ahnung, Mann. Wenn, bei denen ist das so richtig professionell, dann kommt so Hardcut und ich finger das hier so rein. Meinst du, das ist cool so? Oder wir sind einfach die gute Seite und wir wissen es nicht. Bei denen rennt über die Bude und alle schreien rum und dann. Nee, ey, die haben schon so viel Pizza. Die haben mehr Pizza mit Koch gemacht, als ich gepisst habe. Das ist wirklich wahr. Du pissst viel. Ich pisse viel? Ja. Ja. Naja, geht. Kalle pisst viel, finde ich. Gut. Nächstes Thema. Ja, aber man breitet das doch eigentlich an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Vielleicht ist das hier so der richtig fatale Moment, weißt du? Ja, vielleicht schreiben die wütenden Kommentarschreiber schon, dass du es nicht verdient hast, auf dieser Erde zu leben. Weil oder, du es falsch machst. Oder es ist einfach Entertainment pur. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht. So. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Zukunft, Zeno wird da sitzen und es dann wissen. Man muss halt mit Mut in der Küche arbeiten. Aber geht das mal schneller? Alter, ja. Scheiß drauf. Schön durchwursten die Scheiße. So, und du isst das auch. Das war nicht im Vertrag abgemacht. Jetzt ist die Frage, hau ich da jetzt noch eine Packung rein? Weiß ich nicht. Das ist niemals richtig. Guck dir das mal an. Oh, ich hab was ist verkackt. Nein, das ist so. Das ist genau richtig. Ich wette, man dreht es an. Ich hasse mich gerade. Das muss man safe anbraten. Ja, das ist bestimmt überlesen. Nein. Willst du lesen? Willst du es lesen? Mhm. Ich mach noch einen Beauty-Shot. Geil, Tom Tag. Also, hier steht: Add the fennel seed, das ist Fenchelsamen, mhm. Oregano and beyond meat, plant-based ground. Ja. Using a wooden spoon, break it up and stir to incorporate. Ja, dann ist es richtig.
Okay, krass. Es sieht nur halt wirklich widerlich aus. Add the crushed and chopped garlic at this point. Und jetzt Garlic. Gut. Die Frage ist, wollen wir noch eine Packung Fleischwurst rein? Weiß ich nicht. Weil das ist auch richtig viel Tomate, was gleich noch kommt. Ja, dann mach, komm. Ja, oder? Kannst du das Rezept halten, oder nicht? Also du. Ja, da steht nicht wie viel. Das ist auch der geilste Joke. Hier steht einfach nur, du brauchst jetzt nicht den... So, danke. Hier steht einfach nur... Was steht hier? Ein Beyond Meat Plant-Based Ground. Eins. Das ist eine Verpackung. Eine Packung. Ja, dann so. Ist die zweite weg. Also ja, oder in den Kühlschrank. Naja, manche. So, Knobi ist drin, umrühren. Ja, vielleicht ist es richtig. Vielleicht passieren wir gerade richtig durch. Vielleicht ist das richtig heftig, was hier passiert. Und wir wissen es einfach nicht. Weil wir so locker sind. Wir sind locker in der Küche, unmutig. Okay, so. Da. Haben wir. Once the plant-based ground is incorporated, was heißt das? Ist vermischt. Mhm. Eingearbeitet. Add the crushed tomatoes. Stir and reduce heat to the lowest possible. Okay. Also, ich würde sagen, die Fleischwurst ist eingearbeitet. Da würde ich jetzt noch, weil ich es mir verdient habe, ein Schlückchen Dornfelder genehmigen. Ah, flaumig im Abgang. So, jetzt habe ich das aufgemacht. Ja, dann machen wir es zu, machen wir Scheiße, morgen. Ja. Und wir machen Burger draus. Ja, machen wir. Tomaten. Oder? Ja. Tomaten, jagt. Das ist wie Falkos Futter. Siehst du, der ist schon richtig, der, ohne Witz, der dachte, jetzt gibt's Hackwurst. Okay, das Ding ist, ja, ich hau jetzt rein, ne? Ja, ich hau das rein. Mhm. Okay. So. Laktoseintolerante Menschen, nachdem sie Pizza gegessen haben. So hat es geklungen. Oh, jetzt sieht es schon ganz okay aus. Ja, ganz okay. So. Klingt das widerlich? Ja, lieber widerlich. Komm. So. Alter, guck mal. Ja. Eigentlich heftig, oder? Genau. Also, würdest du lieber das essen oder mein Grünkohl-Spezialeintopf? Das da. Na gut. So. Das ist heftig, oder? Ja. Gucke mal. So. Jetzt auf die geringste Stufe, ne? Genau, jetzt kommt der nächste Schritt. Reduce heat to the lowest possible. Dann stehen wir hier zwar noch Jahre, ich habe Hunger, aber gut. Cover for the first 30 to 45 minutes, slowly simmering. Wissen wir ja alle, was das heißt, ne? Schwach am Schimmern, langsam. So, dann machen wir das mal. Wir machen hier auf die Nummer 1. Ist ja Inkubationsherd. Induktion. Ja, meine ich. Und covern das. So. Der ist leider schon ein bisschen, naja, ist auch von Ikea, ne? Nee. Woher dann? Nicht mehr. Lidl oder so? Hatten die es mal im Angebot? So ein Top-Set? Naja, also auch Qualitätsware. Gut. 30 bis 45 Minuten. Bedeutet, ich stelle mir jetzt einen Timer auf, sagen wir 30 Minuten oder 20. Und dann fangen wir an mit dem Wichtigsten. Den Del Verde Buitoni Linguine in Scheiß Spaghettis. Cut. So Leute, ich habe jetzt hier einen zweiten Topf angerichtet. Scheiße. Und da kocht schon das Wasser. Das wird jetzt nochmal mit dem Bad Reichenhaller Salz ein bisschen gewürzt. Eigentlich ist ja Jay der Fachmann, aber ich dachte mir, jetzt würde ich mal. So,
Und jetzt kommen da die Spaghettis rein. 500 Gramm. Reicht doch, oder? Ja, es kocht gerade noch nicht, aber ist kurz davor quasi. So, und die Bollo, die gart jetzt hier schon die ganze Zeit. Schon sogar ein bisschen länger als eine Dreiviertelstunde, muss man sagen. Aber ich habe mich belesen, das ist gar nicht schlecht wohl, wenn die ein bisschen länger gart oder zieht oder was der Fachausdruck ist. Ja, von daher, wir warten jetzt auf die Spaghettis und dann wird gefressen. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Die Fenchelsamen, die haben wir ja gar nicht. Aber wir haben Kräuter italienischer Art. Und die habe ich jetzt vergessen. Aber da würde ich sagen, hauen wir noch ein paar rein. Schadet ja nicht, oder? Oh, gucke mal. Schöne. Weil das sich bewegen. Ja, wegen Licht. Du stehst halt wieder im Licht. Ja, aber das ist nicht so. Ja, ja. So, lecker. Oder? Ja, toll. Da würde ich jetzt noch so einen Teelöffel, glaube ich. Aber darf ich den Deckel jetzt anheben? Na klar. Na klar. Na klar. Meinst du? Nee. Ja. Ich schau doch mal rein. Wir wagen mal einen Blick. Guck mal, das sieht richtig gut aus. Hast du? Toll! Toll, toll, toll! Jetzt wird nochmal umgerührt. Schön einarbeiten. Schalten wir mal runter. Geil, es riecht auch gut. Ich muss sagen, Spaghetti Bolognese ist ja tatsächlich eigentlich so mit meinem Leibgericht. Deswegen habe ich es auch vorgeschlagen. Ich durfte es mir wünschen. Erst wollte ich schön Grünkohl machen, aber das hatten sie schon. Dann wollte ich Kassler mit Sauerkraut machen, aber ich glaube, es gab es auch schon und vegan ist so eine Sache. Ja, und mein Vater, der hat früher auch mal Bollo selber gemacht. Und jetzt machen wir das. Wieso sagst du mal wir, wenn was ist? Ja, aber du unterstützt mich ja mental. Geht so, ne? Und mit flotten Sprüchen. So, dann warten wir jetzt nochmal 10 Minuten. So Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. So eine Nudel, da muss man testen, ob die al dente ist, ne? Und deswegen gehört die gegen den Kühlschrank gepfeffert. Und wenn die hängen bleibt, dann ist die al dente. Die Nudel ist al dente. Und ich mache keine Lebensmittelverschwendung. Heiko! Deswegen wird die jetzt einverleiben. So, okay. Also, dürfte alles fertig sein. Spaghetti waren jetzt so 8 Minuten am Köcheln. Ne? 6 bis 8 sagt man, glaube ich. Spaghetti sind ja immer schneller durch. Gießen wir ab. So. Dann pausieren wir das. Wir stoppen das. Was nehmen wir denn? Die goldene oder die grüne? Gold, ne? Ja. Das ist glaube ich besser für die Wahrnehmung, für die Außenwahrnehmung. Nehmen so ein goldenes, wie heißt das eigentlich? Kelle? Null Kelle. Okay, dort. Dann tue ich mal erst der Dame auf. Dankeschön. Was ein Gentleman, ne? Danke. So, wie viel willst du haben? Viel. Hat jetzt auch echt, also muss man sagen. Hat echt lange gedauert. Hat echt lange gedauert, vor allem der... Das reicht erstmal. Der direkte Vergleich. Ein bisschen noch. Ja, der direkte. Hat jetzt echt lange gedauert, vor allem der direkte Vergleich zu Knorfix Tütenbolognese. Oh, der Timer. Aber ich bin gespannt, wie es schmeckt. So. Lecker. Oh, ich hab Bock. Ich meine, es ist jetzt auch schon 10:30. aber wir haben auch später angefangen. So. Jetzt eine schöne Kelle. Eine richtige Kantinenkelle. Oh, was ein Anblick. Ne, Leute. Oh, wenn ihr das riechen könntet. 4D, wann? YouTube. So. Eine Kelle. So. Ready? Mhm.
Oh. Oh. Übelste Fleischsoße. Ich bin halt echt gespannt, wie das jetzt mit dem Hack ist, weil wir haben es ja nicht angebraten. Ja. Haben wir noch so veganen Parmesan? Mhm. Das ist im Kühlschrank. Im Kühlschrank? Kühlschrank. Also wir haben hier einmal Hefeflocken und dann haben wir oben noch. Oben. Ja. Hier? Ja. Egal. Veganes Pasta-Topping. Wie alt ist denn das? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Steht irgendwie nach Verbrauch, nach Öffnung, so und so schnell verbrauchen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch verbrauchen. Ja, das ist nicht mehr. Dann müssen wir die Hefeflocken nehmen. Okay, dann nehmen wir die Hefeflocken. Kann das auch drücken. Willst du noch ein bisschen drüber? Ein bisschen, ja. Ach, ist für mich? Okay, dann ist es. Yes, dein. So? Ja, danke. Gut. Dann jetzt für den guten alten Henno. Und ein bisschen. So. Und nun zu Tisch. Zu welchem Tisch? Der hier ist voll. Dann machen wir den frei. Alter, das Fenster ist so dreckig. Scheiße. Aua! Die Nudel auf seinem Rücken. Du quälst das Tier. Jetzt isst doch. Okay. Okay. Und nun? Zu Tisch. Füll bitte nicht das Fenster. Das haben wir seit dem Einzug nicht geputzt. Ja, wie? Aber das Licht muss hier irgendwie weg. Sonst kann ich nicht suchen. Okay. So? Kippt's um, muss einer von dem Gleichgewicht. Sonst, wenn du es zu gerade machst, kippt's um. Ein bisschen heller, wa? Jetzt wird verkostet. Du musst aber auch, ne? Ja, aber ich kann die Kamera halten oder ich kann essen. Hört ihr das? Falco ist auch richtig gespannt. Ja. Sieht man ihn? Ja, man sieht ihn, der ist so ganz klein in der Ecke. Okay. So, da ist jetzt einigermaßen Soße dran. Wunderbar. Ich muss sagen, früher habe ich es überhaupt nicht gefeiert, wenn mein Vater so Tomatenstückchen in der Bolognese hatte. So die Tomatenpelle, weißt du, bei zu attackten Tomaten. Ich verkoste jetzt. Gedicht. Falco, mach mal Sitz. Ja. Jetzt würde ich sagen, bist du dran. Ansonsten, das war eine Ausgabe Henno kocht Pietsmeet, bei Pietsmeet. Und ich bedanke mich, wir bedanken uns fürs Zuschauen und Hören vor allem. Schaut doch bei Pietsmeet und mir vorbei, je nachdem. Und danke für die Einladung. Oder auch nicht, je nachdem, wo das kommt. Tschüss. Jetzt musst du auch probieren.